Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zwischen Durch und Letzte Nacht waren die Oscar-Verleihung und das erste und wichtigste, was wir sagen müssen. Wir haben schon mal keinen Avengers Endgame-Trailer bekommen, dafür aber ein paar Marvel-Gewinner unter den Oscars und dazu komme ich jetzt. Also viel Spaß mit dem Video. The clear energy drink. Power. Made in Germany. Ja, Marvel und vor allem Black Panther waren in einigen Kategorien vertreten, unter anderem in bester Film Black Panther oder auch in bestes CGI mit Infinity War oder auch als bester animierter Kurzfilm mit Spider-Man Into the Spider-Verse. Und allen voran, den besten Film hat Marvel mit Black Panther leider nicht gewonnen. Trotz alledem ist Marvel nicht leer ausgegangen. Wir starten rein mit dem Oscar für Spider-Man Into the Spider-Verse als bester animierter Film. Und da war die Euphorie dann doch ziemlich groß. Damit haben die Marvel Studios oder besser gesagt Sony nicht gerechnet. Auch wenn für mich Spider-Man Into the Spider-Verse als Favorit da reingegangen ist und auch für die Experten hat Spider-Man Into the Spider-Verse dort den Oscar abgeräumt und das haben sie auch im Internet zelebriert mit einigen lustigen Bildern und vor allem mit vielen Danksagungen auch an die Fans. Da geht also die Gratulation raus. Verdienter Oscar von meiner Seite aus. Was ich ein bisschen schade finde, dass für den besten Song Black Panther keinen Oscar bekommen hat. Mit dem geilen Song All the Stars haben sie leider nicht gewonnen. Da war, wie vorher ja angedeutet schon, Shallow von A Star is Born. Ich war ein bisschen überfordert gerade. Und als bester Film hat Black Panther ja leider auch nicht gewonnen. Da hat dann The Green Book gewonnen. Mehr oder weniger nicht so überraschend. Aber kommen wir mal zu den Oscars, die Black Panther jetzt nun wirklich gewonnen hat. Unter anderem die beste Filmmusik ging an Black Panther von Ludwig Göransson. Leider nicht den besten Song, aber immerhin die beste Musik. Dann ein Oscar, der für mich auch mehr als nur verdient ist, und zwar für das beste Kostümdesign gewinnt Ruth Carter einen Oscar mit Black Panther. Und das ist für mich absolut, absolut verdient. Denn die Kostüme, vor allem diese afrikanischen Kostüme da bei Black Panther, die sahen unglaublich gut aus. Und von mir auch da ein wirklich verdienter Oscar an der Stelle. Aber Black Panther hat ja noch einen dritten Oscar geholt. Und damit sind wir leider schon beim letzten Oscar, den Marvel abgeräumt hat. Nämlich fürs beste Szenenbild. Zusammen mit Hannah Beachler und Jay Hart gewinnt Black Panther in dieser Kategorie ebenfalls den Oscar. Setzen sich da gegen The Favorite, First Man, Mary Poppins und Roma durch. Das war auch nicht ganz so vorherzusehen, trotzdem auch ein mehr als nur verdienter Sieg. Ein bisschen schade ist die Kategorie, wo Avengers Infinity War vertreten war, nämlich beste visuelle Effekte. Da haben, wie heißen sie nochmal, Dan Delium, Kelly Port, Russell Early und Dan Sadik leider mit Avengers Infinity War nicht gewonnen, sondern da geht der Oscar an First Man, Aufbruch zum Mond, rund um Paul Lambert, Iron Hunter, Tristan Miles und J.D. Swarm. Schade an dieser Stelle, dass Infinity War keinen Oscar bekommen hat, aber jetzt geht die Frage natürlich an euch raus. Sind die Oscars für Black Panther und vor allem auch Spider-Man Into the Spider-Verse verdient? Oder eher nicht so. Ja, ich habe im letzten Video schon gesehen, dass einige geschrieben haben, ja, ich verstehe den Hype um Black Panther nicht, aber könnt ihr die Oscars in bestes Bühnenbild zum Beispiel, könnt ihr das nachvollziehen? Oder den Oscar für den besten Ton oder vielleicht sogar für das beste Kostümdesign, weil das sind die drei Kategorien, wo ich auch von Anfang an gesagt hätte, da muss Black Panther einfach gewinnen, weil das wirklich unglaublich gut war. Aber ich möchte eure Meinung gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Und jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Und bis dann.